Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play mit dem guten alten Kommi Arscharak, das Heiligtum des Tyrann. Ist das das Endgebiet? Und dann theoretisch? Na egal. Willkommen zurück bei Deckard Plays Eldorant. Ich habe das dringende Gefühl, dass ich hier nicht sein sollte, aber ist egal. Warte, ich bin dumm geworden. Nicht ganz das, was ich machen wollte, aber das Problem, was ich habe, ist, solange ich hier klarkomme, sehe ich kein Problem mit hier rumrennen. Du rücksichtsloser Kobold, du. Okay. Nein. Zaubererring. Nicht, also ich erwarte nicht, dass ich demnächst als Zauberer anfange, aber kann ja mal gucken. Ganz cool. Hinterlässt beim Abfeuern eine Spur aus explosiven Kugeln. Moment. Beim Abfeuern. Okay. Also nur wenn ich Magie anwenden würde. Nein. Ah, hier passt wohl in die Axt, Kommandant. Ich würde gerade sagen, das macht meinen Job sehr einfach. Aber wenn ich mich dabei treffen lasse, macht es das nicht sehr einfach. Mal wieder triumphiert Schwert gegen. Naja, nicht existenten Boden oder so. Na, also. Easy. Ich meine, mit dem könnte ich auch so umgehen, aber. Ah, Mann. Aber sie sind sehr standhaft, die Kerle, ne? Also, wenn man bedenkt, dass ich sie zerhacke? Und sie bleiben eiskalt stehen? Aua, Bogenschütze. Korrupter Regen. Oh, direkt minus 4 Vitalität, aber stärker und schneller. Alles hat seinen Preis. Ich spiele schon mit Steuerkreuz. Ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem alle Nasen lang es schaffe, mich selbst zu blockieren. Total faszinierend. Also mit, dass ich aus Versehen nach oben angreife und so weiter und so fort. Ich hab das Timing von mir. Okay. Cool. Wollen wir nach links, wollen wir nach rechts? Wer weiß das schon so genau?
Das sieht so langweilig aus. Was richtig cool käme, wäre ein Speicherpunkt oder so, aber. Ja. Oh yeah. Aber allein schon wegen der Menge an Erfahrungspunkte, die ich hier kriege, habe ich das Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Aber das ist ja egal. Kein Gott, ob jung oder alt, ob tot oder lebendig, wird von ihrer Bedeutsamkeit frei sein. Sie allein ist ewig. Sie allein herrscht. Blackmore Virtue. Okay. Cool. Das sieht ein bisschen abgehakt hier aus. Das Symbol, aber... Yay. Ist das Äpfel? Ich bin super tief im feindlichen Gebiet. Also, ja, erstmal ein Apfel essen, ne? Das ist nur ein Verbindungsding. Also zumindest auf der rechten Seite hätte es tatsächlich sein können, dass hier irgendein Geheimnis ist, aber nö. Gut. Au. Okay. Jetzt stelle ich mich gerade gegen diesen einen Gegner hier wirklich dumm an. Warum auch immer. Holen wir uns einfach das nächste Level an. Merke. Auch einfach den längeren haben sozusagen. Erik sonst Tagebuch. Ne, Erik Sands Tagebuch. Sand. Naja, nicht, dass das richtig wäre. Denke ich. Keine Ahnung. Meine Studien haben mir gezeigt, dass Engel wie die Virtues nur geboren. Ach so, also ist Black Virtue ein Engel. Aha. Nur geboren werden, damit der Wille der Götter dieser Erde erfüllt werden kann. Zu diesem Zweck können sie Naturphänomen wie Stürme kontrollieren und darüber hinaus die Gesetze, die das Universum regieren, im Gleichgewicht halten. Mit einer Interferenz hier und einer Repolarisation dort ist es mir gelungen, dieses Exemplar zu verwandeln. Für diesen Engel war der Kult selbst ihr Gott. Deshalb wird kein Versuch, euch aufzuhalten, dem Zorn von Black Virtue entgehen. Ich werde gut darin. Aha. Also in anderen Worten hat einer einen Engel gefunden. Und der findet den Kult jetzt richtig knorke. Ja, gut. Dann ist das halt so. Also bis ich den Engel dann... Au. Dann finde und wahrscheinlich von dem verprügelt werde. Ah, okay. Hatte. Oh, Diamantenpfeile. Da komme ich nicht dran. Trotz meines wunderschönen Doppelsprungs. Elderandisches Holz. Holz, das Elderandisch ist. Ja, das ist also der komische Kobold. Ja, mit dem hatten wir noch nichts zu tun, weil wir den letzten auch einfach mal durch den Boden getötet haben. Erinnert euch? Ist doch nicht lange her. Nö. Ja, so langsam nimmt das hier
Vorbahn. Mit Gewinnen und Töten und so, aber. Ich meine, auf welchen Level haben wir angefangen? 15? 17? Keine Ahnung, müssen wir nochmal gucken. Oh, Händler. Und schon wieder 1% mehr, ey. In der Geschwindigkeit zwar keine 20% heute, aber dafür viele, viele Level. Okay. Die Kathedrale des Kultes, der Unterschlupf von Aban. Diese Gebäude wurden mit Blut und Hass erbaut. Welche Übel werden hier verübt? Am besten meidet diesen Ort, wenn ihr nicht an den Experimenten teilnehmen wollt? Fragezeichen? Nehme ich an. Ah, sick. Ich habe keine 2-2-2-2-4. Die ganze Welt erzitterte unter den Schlägen, die diese Klinge schmiedete. Uhuhu. Oh ja, ein bisschen mehr Kohle. Gut, rein theoretisch könnte man natürlich auch einfach farmen. Praktisch beim Morden. Ja, super. Das ist genau das, was ich gerne habe. Morden und Totschlagen. Die Frage ist, ist es immer dieses Kreuzmuster oder wechselt das? Das wäre nämlich sehr typisch. Mal so, mal so. Notiz eines verzweifelten Rebellen. Endlich! Nachdem ich die verfluchten Abläufe dieses Kultes lange Zeit beobachtet habe, weiß ich nun, wie man ihr Ritual unterbrechen kann. Zunächst muss ich einen Weg finden, mich zu verkleiden, Kultistenkleidung besorgen, vielleicht sogar ein paar dieser seltsamen Wörter lernen, die sie zum Kommunizieren benutzen. Mit der richtigen Kleidung und Einstellung muss ich den Kult infiltrieren und mich genau dort positionieren, wo die einzige Kerze in der Halle am hellsten leuchtet. Das ist der Platz, den nur der für das Ritual zuständige Priester einnehmen kann. Ich muss dort sein, egal wie. Schließlich, wenn sie mir den Opferdolch in dem Vertrauen reichen, dass ich der wahre Priester bin, werde ich vortreten und das Ritual, was sie ein Opfer nennen. Soweit ich weiß, funktioniert das Ritual nur, wenn das Opfer sich das Leben nimmt. Mal sehen, was passiert, wenn es das nicht tut. Soll es doch mein Leben kosten? Soll es doch allen das Leben kosten? Soll es doch Eldorant die Existenz kosten? Dieses Böse, ich werde sie nicht gewinnen lassen. Weil Eldorant tot ist. Das hat allerdings sehr wenig Sinn und Zweck. Ah, er wechselt tatsächlich. zu viele Videospiele machen den Kombi zu einem Wahrsager. Was gegnerische Muster angeht. Ach ne, das war direkt. Das hier wollte ich einmal kurz wieder checken, wo mein Knopf dafür ist. Hallo. Wie weird das immer ist, dass ich da einfach reinlaufen kann und dann passiert hier einfach gar nichts. Also, halt auch weder, dass die irgendwie gegen mich sind, noch dass die für mich sind. Die machen ja einfach wirklich gar nichts. Obwohl ich ja offensichtlich ein Eindringling bin da. Nein. Das ist halt echt, wenn ich eins merkwürdig finde an dem Spiel bisher,
dann ist es halt, wir haben diesen bösen Kult, wir wissen, dass, ich habe den Namen vergessen, wie der wirklich heißt, aber, dass es da diesen Oberbösen gibt, um den wir uns irgendwann mal kümmern sollen. Aber diese Tatsache, dass hier ein Kult ist, ne, und die irgendwelche Rituale vollführen und ich da rein theoretisch vielleicht mal was gegen tun sollte, ne, das ist irgendwie so merkwürdig immer. Und ja, jetzt habe ich aus Angst, ich weiß, es ist traurig, ich musste aus Angst diesen Trank trinken, um sicherzugehen, dass ich nicht sterbe, aber... Was soll's? Ich bin ein Feuermagier. Ich mache Feuer. Also mir wurde übrigens gesagt, nur mal das vielleicht so am Rande, mir wurde gesagt, dass ich in diesem Spiel mit zwei Enden arbeiten muss und für alle Enden muss ich, beziehungsweise für das gute Ende, ist keine Lust mehr? Oder was wird das da? Für das gute Ende muss ich alle roten Quadrate lösen. Das war so der einzige Tipp, den ich bekommen habe. Ich denke mal, dabei kann ich einfach bleiben. Ich bin auch, also teilweise bin ich mir überhaupt nicht sicher, was lösen überhaupt heißen soll, weil, ne, wir haben uns jetzt zum Beispiel das von mir aus gesehen jetzt unten rechts angesehen. War ja ein schöner Raum, ne? Aber ich habe halt noch nichts gefunden zum Interagieren etc. Also werden wir irgendwann mal herausfinden, was ich da tatsächlich machen soll. Haha. Es könnte sich ja auch tatsächlich um den Raum handeln, von dem der komische Rebell da geredet hat. Das war ein Ticken zu nah an meinen Füßen als Minute. Aber wenn das so ist, schön und gut, aber ich habe davon keine Ahnung. Oh, bin ich im Bosskampf gefunden? Ah! Die Monster, you don't belong in this world! Endlich, der Untreue trifft ein. Möge ich mich erneut eurer würdig erweisen, Amon. Möge ich den Schmerz dieser Kreatur zu einem Tribut eures Reiches machen. Das ist Classic Castlevania hier. Nice. Wobei das könnte jetzt quasi ein Succubus sein, obwohl es ja ein Engel sein soll. Wow. Okay, Runde 1 geht erstmal grundsätzlich klar. Wenn ich nicht direkt auf ihr landen würde. Und ich hab ja noch Heilung. Und insofern... Das ist voll klar hier, yeah. Obwohl wir ja gerade quasi einen Engel töten, ne? Aber... Schwer zu sagen, ob das hier gut oder schlecht ist. Oh, wow. Ich wollte ja erstmal wissen, sowas, ne? Yay! Easy peasy, first try. Amon, unser Herr, rettet mich, ich flehe euch an! Amon!
Black Virtue, die treueste, die leidenschaftlichste. Ich bin euch dankbar für eure Mühen. Aber merkt euch dies ein für alle Mal. Euer Glaube hat euch noch nie etwas garantiert. Euer Glaube, wie jeder sterbliche Glaube, ist tot. Nur der Kult wird ewig leben. Für immer, um dem namenlosen Gefährten... Gefährten zu dienen? Gefährten? Cooles Ding mit Hand. Clipping her Wings. Der Schatten verschwindet und seine Tugend erlaubt mir, im Himmel zu wandeln. Aktiviert Luftschlag. 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 Ich glaube, das konnte ich vorher nicht. Ich glaube, das... Eine Erklärung, was ein Luftschlag ist, wäre ganz cool. Vielleicht kommt das, wenn ich einen Raum weitergehe. Aber ich glaube, das ist das hier. Ah. Ich kann gar keinen Raum weitergehen, weil das Spiel... Naja. Ich wollte jetzt auch Böses sagen, aber... Das ganze Schloss hier jetzt reingelatscht, damit ich einen Engel töten kann, irgendein Dingsy kriege und jetzt wieder zurückgehen darf. Naja gut, was auch immer. Ja, egal. Bin auch überhaupt nicht nachtragend. Ja, ich bin ein bisschen nachtragend. Genau da drin zu landen. Aber egal. Ja, so halb. Ich bin ja nie nach oben gegangen. Oder, ja, hab nicht nach oben geguckt. Hat sich auch nicht gelohnt, wie man sieht, aber na gut. Ich bräuchte Stoff und Leder und dann kann ich es schmucken, nehme ich an. Das geht tatsächlich. Da kann man nicht durch, da kann man nicht durch. Ah, das ist so frustrierend. Jetzt wünschte ich halt zumindest, dass mir das Spiel einfach grundsätzlich nicht angezeigt hätte, dass es schnell reingeht. Aus einem relativ einfachen und unspektakulären Grund heraus, weil sie mir anzeigen, dass es Schnellreise gibt, ist es so ein bisschen frustrierend, dass ich sie nicht nutzen kann. Ja, wenn ich es nicht wüsste, dass sie existiert, wobei man, also ich zumindest, gehe mittlerweile bei jedem Metroidvania davon aus, dass es irgendwann irgendwie in irgendeiner Form eine Schnellreise gibt. Zugegeben, klar, aber... Weil ich weiß, dass es sie gibt, mich da einfach nicht nutzen kann, weil der Menüpunkt einfach so, ja, nö. Es ist gerade ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ich bin wieder in diesem coolen Wald hier. Ich meine, er hat auch viele Gegner, die man sieht, ne? Dieses super hässliche Ding. Und diese super hässlichen Zombies, aber die haben jetzt nicht mehr denselben Flair. Die will ich nicht mehr. Oder so ähnlich. Ja, einfach mal da ganz unten genau. Haben jetzt die andere Zombie-Geier? Wieso war der da? Achso.
Ja, macht Sinn. Deswegen sind wir da nicht lang gegangen. Weil Tür zu. Hat schon wieder gemacht. Ich habe nichts dagegen, wenn ich aus Versehen eine Axt oder so werfe, aber... Die Bomben, die halt relativ gut wahrscheinlich wären für manch einen Boss, die würde ich halt dann schon ganz gerne nicht unbedingt durch die Gegend werfen, wie so ein Wahnsinniger. So. Was haben wir denn dann hier? Hier schönes. Wassertöpfe und Mücken. Wahrscheinlich mehr Töpfe und mehr Mücken. Sollte ich ja gewöhnt sein mittlerweile, ne? So sad. Also ich bin gerade sehr traurig. Jetzt haben wir den Engel getötet und dann heißt es wieder, und jetzt gehen wir wieder zurück in den blöden, langweiligen Wald. Ich komme mit der Enttäuschung gerade noch nicht so richtig klar. Das muss halt noch sacken bei mir. Wow. Notizen des Beobachters 5. Seine zischelnde Stimme ist der Grund für den Titel, den er bis heute trägt. Meister der Schlangen, listig, gerissen und vor allem geduldig. Auf unbekannte Weise erreichte er die Insel Eldorand und seit seiner Ankunft hat die Korruption das ganze Land erfasst. Kinder werden plötzlich entführt, Alte werden enthauptet und ihre Köpfe geraubt, Tiere sterben, Flüsse brodeln und das Wasser wird faulig. Die Bewohner zahlen einen Preis für etwas, das sie nie gebeten haben, aber sie sind immer noch von dem Guten überzeugt, dass dieser Meister ihnen als neue Mitglieder eines Kultes, der einen unbekannten Gott anbetet, bringen kann. Das Böse bevölkert dieses Land, das Gute half ihm in seiner Schwäche stärker zu werden. Ja, so ist das manchmal. Ah, Level up. 20. Immer mehr Power. Dass ich irgendwann Bosse one-shotten kann, das wär's mal, ne? Oh, gut, ist nochmal. Den brauche ich doch für irgendwas. Ein Umhang, der normalerweise von jenen getragen werden, die Amon liegen, aber damit ändere ich mein Outfit nicht. Also wenn ich... Ist jetzt nur meine Meinung, wenn der wichtig ist, gut und schön, ne? Der hat ja immer den Namen. Aber bei sowas würde ich mir dann tatsächlich wünschen, dass... Also wenn es wichtig wäre für ein Rätsel oder so, dass zumindest klar erkennbar mein Outfit geändert wird, dann weiß ich nämlich, oh ja, das könnte mal wichtig werden. In irgendeinem Rätsel, in irgendeiner Form. Nur so ein Wunsch meiner Meinung. Muss nicht so kommen, fände ich aber ganz cool. Sehr schlecht platziert der arme Zombie da. Oh nein. Oh. Aber schlecht platziert hin und her, ich lasse mich ja trotzdem treffen. Also insofern habe ich eigentlich die Klappe nicht aufzureißen, wenn ich so drüber nachdenke. Ein mächtiger Hammer, geschmiedet von dem legendären Kandor. Ein Geschenk an jenen, der davon träumt, Stahl zum Zwecke des Fortschritts zu benutzen. Tautat. Achso, ist das der Hammer, den ich finden wollte für den Einheiniger? Ah, yes. Sick, sick. Das hat diesen einen speziellen Grund, dass ich die zufällige Verbrennung an Gegnern noch einen Ticken cooler finde, als nutzlos MP auszubauen. Und selbst wenn ich wollen würde, ich habe ja noch keine Magie, ne?
Das heißt, selbst wenn ich zaubern will, ich habe einfach noch nichts zum Zaubern, das wäre natürlich sehr gut. Gut. Dann machen wir mal weiter da rechts. Das Rad und gewinne einen Preis. Au. Ah, noch nicht Platz. Was eine schöne Belohnung. Endlich Zombies. Okay. Großes Zeug. Ja, bitte. Ach, schon mal Zombies. Okay. Yeah. Sorry, dude. Ja, der Aufreißerring. Ja, gut. Ja, das ist der Korbdruck. So, Aufreißerring. Lässt eine Kreissäge fallen, wenn der Träger ausweicht. What? Auf so einer merkwürdigen Ebene ziemlich cool, aber ja, warum nicht? Nicht super, super mächtig, aber damit kann man arbeiten. Einzige, was ich nicht vergessen darf, ist eben, dass nicht jedes Ausweichen davon komplett betroffen ist, sondern nur dieses komische Rückspringen-Ding, aber Seite 1 des mythologischen Kompendiums. Tausende Millionen von Äonen, unzählige Äonen, jenseits des Reiches von Existenz, Zeit und Materie. Götter regieren unbenannte Ebenen und kämpfen im schlaflosen Äther um die Vorherrschaft. Die ewige Schmiede lässt unbegreifliche Weltenkräfte und unbegreifliches Leiden entstehen. Chaos und Ordnung tanzen bei der Schöpfung und unter der Zerstörung. Titanische Kreaturen träumen von Einzigartigkeit. Und der unendliche Streit zwischen Göttern und oder mehr als Göttern, die alles sein wollen, dauert an. Das alles, das Nichts. Der Anfang und das Ende aller Dinge. Sein oder nicht sein. Das ist hier die scheinbare Frage. Aha. Naja, funktioniert jetzt schon, dann steckt das recht, aber das funktioniert. Hier links, hier waren wir noch nicht. Dann sieht man diese Tentakel und denkt sich so, ja, vielleicht will ich hier auch gar nicht sein. Au.
Immer noch nicht weg. Es ist merkwürdig, all diese Leute diesem Fremden, das, na, ne, es ist merkwürdig, dass all diese Leute diesem Fremden zustimmen. Was er sagt, wie er es sagt, es ist nicht richtig, aber trotzdem. Wie kann es sein, dass die Leute ihm folgen? Ich weiß nicht, was noch kommen wird, aber es gefällt mir nicht. Tja. Das eine große Problem, was ich allerdings tatsächlich jetzt schon sehe, ist diese Tatsache, dass diese ganzen roten Punkte, selbst wenn ich sie löse, nicht als gelöst angezeigt werden. Ne? Das wird irgendwann nochmal richtig cool, wenn es dann heißt, hey, du musst doch mal irgendwo hingehen oder irgendwo hast du irgendwas noch nicht fertig gemacht. Aber nun ja. Warum renne ich jetzt hier wieder rum? Weil ich da oben gucken soll, ob ich mit diesem Luftsprung-Ding-Teil Kladderadatsch ein unten und dann weiter rechts höher oder hoch genug komme, um da was zu regeln. Das war wenigstens schön einfach. Und ja, eine beängstigende Masse. Erstmal direkt neue Gegner hier. Nicht schlecht. Ein Barren und ein Haufen Kohle. Naja. So, das macht mich ja nicht so wirklich glücklich. Erstmal weiter runter. Glaubt mir zwar keiner, aber ich war der Meinung, ich hätte den Knopf gedrückt, das kam nichts. Aber das macht ja nichts. Ah, 27,91. Schön. Ich bezweifle, dass ich da jetzt irgendwas. Fast, das ist ja. Ah, das ist ja richtig traurig. Man! Aber nur fast. Und fast hilft mir leider nicht, um meine Miete zu bezahlen oder so ähnlich. Also was soll's. Ich gehe ja immer noch davon aus, ich werde irgendwo ein Schwingding, Enterhaken, whatever finden. Ne? Tunic hat eine magische Kugel, mit der ich theoretisch auch einfach ein Lasso mache. Irgendwas in der Art und Form wird es wohl auch nochmal geben. Gut, dann müssen wir den Hammer noch zu dem Typen im Dorf bringen, was kommt. Ich meine, hier wird sowas sein wie legt ein Stück Fleisch auf diese Schale und der Drache erwacht oder so, aber. Was ist denn dann jetzt gerade einfacher? Ich schätze mal einfach wieder nach oben links. Seht ihr, ich brauche eine Schnellreise. Auch aus den einfachen LP-Gründen heraus, ne? Macht es ein bisschen einfacher. Einfacher ist schön. Ich hatte ja, das meine ich halt ernst mal geschrieben. Es ist schön, Sachen für sich selbst zu entdecken. Aber es ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man dafür viel Zeit investieren muss, weil ich die teilweise einfach nicht mehr habe, seit ich erwachsen bin. Ne? Seit ich mich um den ganzen Scheiß kümmern muss. Leben, Essen, Miete. Ohne jetzt da wieder richtig ins Detail zu gehen. Worum es mir eigentlich geht, ist, es wäre halt schön, wenn ich das ein bisschen abkürzen könnte. Aber, was ich gleichzeitig auch immer noch sagen muss, ist ja hier zumindest meistens sehr schnell, ne? Und je mehr komische Sachen ich lerne, um schnell durch die Gegend zu kommen, desto weniger schlimm ist das Ganze. Naja. Ah,
Mach dich weg, Zombie. So. Hütet euch vor diesen Wäldern. Die gesamte Flora hier, von den Blumen bis zu den Bäumen. So. Ich wollte schon fast wieder da nochmal Blumen einsetzen. Hat sich entwickelt, um euch zu töten. Manche der Käfer hier sind sehr nervig. Bitte tötet sie alle. Oh, und vergesst die Nester nicht, nehme ich an. Aber ich weiß nicht, im Deutschen kommt da nicht mehr Text einfach. Ein bisschen komisch. Ja, ja. Yeah. Großes Schwert. Feuer kaufen, kaufen. Dann komm, wir machen Töti Töti damit. Oder so ähnlich. So. Stahlwachen, gut. Und eine Sackgasse. Ah, wie nice. Das ist extra für mich. Das wäre nicht nötig gewesen, mir mal wieder eine Sackgasse vor die Fresse zu werfen. Dann gehe ich halt wieder. Zum Ort des letzten Bosskampfes, um dann von dort ins Dorf zu gehen, um dann von dort so ein bisschen weiter nach unten nehmen. Au. Zu können. Verdammte Mücken, Digga. So, hey, du hast ein paar Prozent mehr gesehen. Aber hier das rote Ding, einfach nur der Bosskampf. Na, aber da seht ihr halt, was ich meine. Ich fände es ein bisschen cooler, wenn die Dinger dann einfach aufgelöst werden. Hey, Kuppel. Ihr habt ihn gefunden. Ah, mein Hammer. Mein wunderschöner, glänzender Hammer. Jäger, dieser Hammer war ein Geschenk meines Großvaters, den er von seinem Großvater geschenkt bekommen hat. Was ist denn mit den Vätern da drin? Wenn das ein Geschenk von deinem Großvater war, dann hat dein Vater dir den nicht gegeben, sondern dein Großvater. Okay. Und dessen Vater hat ihm nicht gegeben, sondern... dessen Großvater? Was stimmt mit den Vätern dieser Welt dann nicht, obwohl die auch Väter sind? Er ist ein Erbstück mit großem sentimentalen Wert. Als Dank gebe ich euch eine große Belohnung. Kommt schon, was wollt ihr? Ein sehr vielseitiger Baden. Honest work. Oh. Achso, ich kann ihn verbessern. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn verbessern will. Ich meine, wahrscheinlich wäre es ganz cool, wenn ich sie verbessern würde, einfach, ne? Aber warum nicht? Bin gut genug. Ohne Pascal wäre das Leben in Terrakan noch viel härter. Seine Barrikaden und Konstruktion halten die Gefahr auf Abstand. Er mag etwas exzentrisch sein, aber dank ihm hat dieses Dorf so lange überlebt. Du wirst, dass es den alten Pascal noch gibt. Er ist ein geschickter Baumeister. Er sollte mit ihm reden. Findet raus, ob es uns in dieser Zeit mit diesem helfen kann. Ja, ja, keine Ahnung. Lass mich raten. Du gibst mir auch eine Trophäe, von wegen Tränke hergestellt oder so. Sugar Spice and everything. Na, ja, oder Powerpuff-Referenz. Wie schön. Eine Quest heute schon erfüllt, ne? Boss gemacht. Gib mir das. Also kann bisher nicht klagen, ne? Video klappt zumindest ganz gut. Blöde Mücke kann ich immer noch nicht mit einem Angriff umgehen. Es ist eine Mücke. Wollte ich an dieser Stelle nur noch mal erwähnen. Sogar eine Mücke, die dann nach dem Angriff in Flammen steht. Ich weiß, dass das mega dämlich aussah, aber ich wollte wissen, ob da irgendwas drin ist. Oder, ne? Also ob man da irgendwo hinkommt. Antwort ist augenscheinlich nein, aber man weiß es ja nicht.
einfach nicht mehr. Was der Gegner nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Wortwörtlich, weil ich ihn dann nicht mit meinem Jumpjet angreifen kann. Oder angreifen werde, wie auch immer. Ist eine große Fabel. Manifeststab. Gut, werden wir nie benutzen, aber schön, dass es hier ist. Es war ein echt großer Fehler von denen, mir direkt am Anfang des Spiels ein großes, fettes Flammenschwert zu geben. Also, so leid es mir halt tut, ne? Aber es ist ein fucking Flammenschwert. Wie viel cooler geht's noch? Vielleicht Eisschwert, ne? Das ist wortwörtlich cooler. Aber... Gut, der Weg ist offen. Jetzt müsste ich mir eigentlich merken, dass ich hier auf dem Weg nach rechts immer noch irgendwie nach oben müsste. Moment, das heißt auch nicht, warum ich nach oben müsste. Da kann ich glaube ich da nicht hin. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da versucht habe zu machen, aber es, egal was es war, es hat nicht funktioniert. Au. Immer diese Mücken. Nichts ist so schlimm wie diese Mücken. Das ist tatsächlich so wieder zum Aktivieren oder Deaktivieren des Bosses. Eine Menge Geld, hätte ich vielleicht eher machen sollen. Für eine Münze wäre ich da jetzt nicht hingesprungen, aber für die Anzahl der Münzen, die da lag, ja, okay. Ja, bevor wir und ich auf die Fresse kriege. So, dann wird es jetzt tatsächlich Zeit, so langsam, dass wir in der Stadt unser Unwesen tatsächlich, also wirklich, wirklich vollständig treiben. Das war nicht schlau ausgerufen von mir, aber naja. Ja, wollen wir mal. Yeah. Omulor, die Ruinenstadt. Die wir einmal angesehen haben. Und dann, weil es so nach Story roch, einfach wieder gegangen sind. Aber zugegeben, jetzt habe ich größere Sprungfähigkeiten. Also, ich habe auch die Fähigkeit zu bluten. Hat zwar keiner nachgefragt, aber die besitzen wir jetzt auch. Ja, laufen wir einfach hier weiter. What the fuck is this? Au. Hat schon wieder gemacht. In mich reinspringen. Das finde ich so merkwürdig. Das ist so ein indoktrinierter Soldat. Ich wünschte, ich würde nicht ständig aus Versehen eine Axt werfen. Aber abgesehen davon ist es nicht. Okay. Führe mich gerade, bring mich irgendwo hin. Ich nehm's zurück. Kann so ein Ding existieren? Und damit meine ich jetzt, wie kann sich das blöde Ding ernähren? Das ist so offensichtlich und blöde angebracht. Ich weiß auch nicht. Also. Ich glaube, ich habe irgendwas mit dazu getroffen. Ich wollte sie mal wieder nicht werfen. Magischer Katalysator. Oh Gott, endlich aktiviert die Schnellreise in der Flash. Ein magischer Katalysator, der es dem Benutzer ermöglicht, durch die Energieknoten von Eldaran zu reisen. Oh, Junge.
Das hätte ich am Anfang des Parts gebrauchen können. Goddammit! Ne, das Steuerkreuz ist leicht unzuverlässig, was meine Nebenwaffen angeht. Was ich natürlich machen könnte, wäre... Ich meine, dann kommt immer nur das Geräusch, was irgendwie auch nervig ist, aber wenigstens werfe ich dann nicht aus Versehen eine Waffe, die ich nicht habe. Ah, oh, sick, ein großer Dämon. Lass uns köpfen. Bro, Broski, köpf schon. Komm runter hier. Aus, berührte abgelehnt. Ja. Wenn ich mir so seine HP ansehe, habe ich das Gefühl, dass ich mit Black Virtue definitiv einen Boss bekämpft habe, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt bekämpft haben sollte, aber... What could be worse than a stone monster? Tja, keine Ahnung. Ein gefallener Engel, den ich vor guten paar Minuten umgenietet habe. Und er gibt mir nicht mal ein cooles Dingsy. Also irgendwas cooles. Steinflügel von mir aus. Dies war einst die bedeutendste Stadt in Eldarrand, Amulor, die Stadt der Entscheidungen. Doch ein geistlicher Führer unbekannter Herkunft hat Amulor zu Fall gebracht. Versprechungen vom ewigen Leben und endlicher Weisheit und im Elend allen Leids und im Ende allen Leids trieben immer mehr Menschen dazu, die Stadt der Entscheidung zu verlassen. Auf der Suche nach einem neuen Land jenseits der Meere, wie er es versprochen hatte. Mit der Zeit leerte sich Amulor und die in dieser Region stets zerstörerischen Sandstürme rissen die Stadt, die einst ein Symbol für den Wohlstand der Völker von Eldarrand gewesen waren, langsam auseinander. Traurig und tragisch. Naja, okay. Oh, wow, 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 komm her, komm zu mir, du Bitch. Wow. Okay. Das habe ich nicht erwartet, dass er da so schnell auf einmal sein würde, aber... Ah, komm mal, warte. Bester Gegner. Zum Machttrank, ja, interessiert mich nicht, aber Geld. Die große Kathedrale, endlich! Nachdem ich die verfluchten Abläufe dieses Kults lange Zeit beobachtet habe, weiß ich nun, wie man ihr Ritual unterbrechen kann. Mit der richtigen Kleidung und Einstellung muss ich den Kult infiltrieren und mich genau dort positionieren. Haben wir das hier schon mal? Blablabla, schieß dich Opfer durch, was sie an Opfer nehmen, funktioniert, wenn sich jemand nehmen will. Das hatten wir doch schon mal. Nur halt mit ein bisschen anderen Anfangsgrenz. Naja, wie auch immer. Ich meine, könnte schlimmer sein, aber... Au. Oh Gott. Er gibt jeder. Wow, wow, oh, wow, 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 wow. Gut, so ein Gegner wird auch in dem Moment uninteressant, wo man weiß, dass man einfach nur über ihn springen muss.
Aber er hat sein Bestes gegeben. In seinem Resümee würde wahrscheinlich tatsächlich auch stehen. Er war stets bemüht. Hat ihm halt nur nicht wirklich viel gebracht. Na, sie hat schon mal gekommen. Das ist gut. Ich will auch nicht, dass die hier reinkommen. Aber sie schleicht mir hinterher. Ha. So, dann kann ich nicht sehen. Und ja, ich laufe gerade quasi Alpenübung. Einfach nur mal. Ja, so, so an der rechten Wand. Da. Habe ich das denn jetzt schon wieder geschafft? Das ist ein Ich habe extra gesagt, keine Waffe. Er rüstet mir einfach wieder extra aus. Au. Aber entweder wollte ich dafür jetzt einen Geheimgang. Oder keine Ahnung. Ja, jedenfalls laufe ich gerade einfach nur konstant nach rechts, weil ich kann. Ne? Ist nicht die schlauste Art und Weise, in der Metroidvania alles zu entdecken, aber. So kommen wir vielleicht zu irgendwas Coolem, was mir eine neue Fähigkeit gibt. So die Hoffnung. Und man weiß ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und so weiter und so fort. Lässt das. Danke sehr. Das ist ein Problem, wenn die Fleischklappe zu weit nach außen ragt, ne? Dann kann man den noch angreifen. Ich kann den armen Kerl nicht mehr da runterholen, selbst wenn ich wollen würde. Traurig. Mehr ist Päh. Ja, aber gerade sagen, jetzt könnte er. Au. Oh mein Gott, ja, ist okay. Jetzt habe ich extra wieder. Ne, dieser Vorsichtstrank, der tut mir schon immer so ein bisschen weh. Ups. Also eventuelles. Habe ich jetzt den Tod gerufen? Hallo Tod! Mein Bester. Ich würde ja gerne noch höher gehen. Nur weil das so aussieht, als würde das gehen, aber nö. Na gut. Fahren wir eine Runde mit Gevatter Tod. Auf geht's. Ah, ein weiterer Narr, der versucht, die Bevölkerungszahlen zu verringern, indem er seinen eigenen Tod herbeiführt. Mein Charakter so, ich habe kein Nein gehört. Das heißt, ich darf einsteigen. Zwei Männer überqueren den großen Ozean, der eine Art ein naiver Außenseiter, der andere ein für die Ewigkeit verdammter Bootsmann. Das ist die Definition eines sinkenden Schiffs. Wisst ihr, warum der große Ozean salzig ist? Wegen der Tränen derjenigen, die glauben, sie könnten es umsonst überqueren und die dabei sterben. Ich habe gehört, dass es eine gute Therapie ist, bei den Fischen zu schlafen. Ihr solltet das mal ausprobieren. Auf einer nahegelegenen Insel lebte ein Paar, das immer nackt herumlief. Ich habe sie so oft gesehen, dass ich mich satt hatte. Und wisst ihr, es war schön, mit euch zu reisen. Ich mag Leute, die ihr Ticket bezahlen, bevor sie überhaupt eingestiegen sind. Das zeugt von seltenen Vertrauten in dieser Zeit. Okay, habe ich mein Ticket bezahlt? Heißt es in der ersten?
Okay. Na, fast 20%. Ne? Wir waren gut dabei. Erstaunlicherweise. Lass uns mal wenigstens einen Gegner noch angucken. Ich würde gerne wenigstens einen Gegner noch gesehen haben, bevor wir jetzt hier nichts mehr machen. Aber es ist unerwartet langläufig hier, ohne dass überhaupt was passiert. Meine Güte. Ja. Ja. Etwas von unermesslicher Macht lauert in diesen Kammern. Ein kosmisches Wesen, dessen Macht fast unvorstellbar ist. Cthulhu? Etwas, das Sertris, den hohen Priester des Sandgottes, mit einer fragwürdigen Kult vereint zu haben, scheint, der vom Meister der Schlangen angeführt wird. Lasst euch nicht täuschen, auch wenn er vom Glauben geblendet ist, ist Sertris ein bösartiger Mörder. Wenn ihr ihn findet, wisst, dass er alles tun wird, um euch zu vernichten, denn euer Blut ist ihm kostbar. Denkt daran. Bis dahin, Jäger, und viel Glück auf eurer Jagd. Ich will jetzt mal einen Gegner sehen. Das ist eine Ratte. Seite 3. Ah nein. Lesen wir beim nächsten Mal. Ich will da nur einen Gegner sehen. Ob wir gegen Cthulhu-artige Dinger kämpfen. Ah nein. Aber gegen sadistische Figuren. Quasi derer. Oh, wow! Das ist unerwartet groß. Das ist ein Abschluss, würde ich mal behaupten. Oh, wow. Noch einer. Nicht schlecht. Also ja, wir... Au! Ernsthaft, Schlangen? Den Pöppen? Nicht mal meine glücklichsten Momente mit Pöppen sind mir sicher. Ja, das bist du. Ne, das bist du. Hier ist du. Jetzt mache ich eigentlich viel weiter, als ich eigentlich wollte, aber... Ihr freut euch ja alle drüber. Na toll. Hab eine Tür gefunden. Hilft nicht, aber ich habe eine Tür gefunden. Anyway, geht's wieder einfach nur zurück. Und hoffe, dieser Part von Eldorant mit mir, eurem Kommi, hat euch gefallen. Ich bin gespannt, was das Spiel noch zu bieten hat. Bisher enttäuscht es jedenfalls nicht. Das ist schon mal eine gute Leistung. Okay. Ich habe hier einen weirden Ort gefunden. Oh, wow. Ist das gut? Das ist gut. Einen weirden Ort gefunden, an dem Mäuse oder Ratten oder whatever ziemlich groß werden, mich Kobras attackieren, eine leere Motte mich angreifen will. Sie sieht nicht aus wie eine Motte. Au. Ich will auch einfach nur einen guten Abschluss finden. Ich meine, das ist den Gegnern egal, das ist mir schon klar, das merke ich mir selber. Meine Güte. Oh, what? Scheußliche Blutwürmer. Habe ich es geschafft, mich komplett in eine Sackgasse zu bewegen. Ist ja echt traurig irgendwie. Anyway, ja. Ich gehe speichern.
Und beim nächsten Mal. Ah, 40,4. Ha, da seht ihr mal. 20% in einem Video. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal werden wir uns durch die Welt von Eldoran prügeln. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dank Mio, er hat euch das Spiel hier an die Backe geklatscht, sozusagen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, das Spiel ist super. Und ansonsten, abonniert mich, liked das Video, kommentiert. Bis zum nächsten Mal.